Sie an? Der Beamte erinnert sich ziemlich genau. Der Mann ist ihm aufgefallen. Er hat mit starkem deutschem Akzent gesprochen. Er hat am Abend des 10. November eine Fahrkarte nach Frankfurt gelöst. Nanu, jetzt noch? Kriminalpolizei, Kommissar Florentin. Ja? Aber ja, sie soll hochkommen, selbstverständlich. Jetzt kommt endlich Leben in die Bude. Fräulein Dr. Heidberg. Eine Bekannte des Toten. Nein, Herr Kommissar. Ich war nicht das, was man eine Bekannte nennt oder Freundin. Er war nicht der Mann für sowas. Ich glaube beinahe, er hat die Frauen gehasst. Auch Sie? Nein, nein, nur ganz allgemein. Mir gegenüber hat er sich immer sehr korrekt benommen. Aber er hat die ganze Zeit nicht ein privates Wort mit mir gewechselt. Wir waren Kollegen, mehr nicht, wenn man das Kollegen nennen darf. Wie meinen Sie das? Ja, in gewissem Sinne war auch die Kurz Mahler eine Kollegin von Goethe. Trotzdem ist da ein Unterschied. Weiß Gott. Man hat ihn, glaube ich, sehr verkannt. Er war ein großer Wissenschaftler und ein feiner Mensch, sehr verschlossen, gewiss ein Eigenbrötler.